Diese lange Entschuldigung teilt Jennifer Reilly jetzt. Im Rosenkrieg zwischen Eva Benetatou, 29, und Chris Broll, 32, kam es auch zu Zoff unter Frauen. Jennifer Reilly, 30, und Eva zofften sich auf Instagram. Nun macht Jennifer einen mutigen Schritt und entschuldigt sich bei Eva. Ich wollte niemandem den Mann ausspannen. In einem viertelstündigen Statement-Video erzählt Jennifer davon, wie sich die Lage aus ihrer Sicht darstellt. Für viele hatte es bei Kampf der Reality-Stars so ausgesehen, als sei da mehr als nur Freundschaft zwischen ihr und Chris, der ebenfalls Kandidat in der Show war. Doch davon will sie nichts wissen und erklärt, man sei durch das Format damals rund um die Uhr zusammen gewesen. Zwischen ihr und dem Reality-Star sei eine Freundschaft entstanden. Sie macht aber auch überdeutlich, dass es sich hierbei um eine platonische Freundschaft handelt. Sie habe sich von Chris dann distanziert, angeblich aus Angst, es könne im TV nach mehr aussehen. Sie stellt klar, ich entschuldige mich, dass es so rübergekommen ist, als würde ich mehr von Chris wollen. Ich hatte in keiner Sekunde irgendeinen Hintergedanken. Ich wollte niemandem den Mann ausspannen oder eine Familie zerstören. Jennifer Reilly behauptet, sich für Eva Benetatou eingesetzt zu haben. Und mehr noch. Jennifer will sich sogar in Evas Sinne eingesetzt haben. Im Rahmen des TV-Formats habe sie Chris gesagt, er solle um seine Beziehung kämpfen. So viel zum Thema, er hat sich wegen mir getrennt, fasst sie zusammen. Durch das Statement hofft sie, nun mit der Thematik abschließen zu können. Ob das letzte Wort hier gesprochen ist und ob Eva die Entschuldigung annimmt, bleibt abzuwarten.